Anträge. Ich habe heute in der Kinderuni einen Vortrag gehalten für Kinder so ab 8 Jahre. Und zwar über den LHC. Das ist die größte Maschine der Welt. Die ist in Genf in der Schweiz, steht die. Und das ist ein Riesenmikroskop. Und das habe ich versucht, den Kindern ein bisschen näher zu bringen. Für Kinder ist das sicherlich was anderes, als wir machen auch eine Show über Teilchenphysik für Oberstufenschüler. Und da kann man halt auch ein bisschen mehr erklären. Die wissen auch schon ein bisschen mehr. Und es ist auch nicht so viel Zeit. Es ist ja nur eine halbe Stunde, um den Kindern was zu zeigen. Sie sollen nur ein bisschen Gefühl dafür kriegen und vielleicht 1, 2 Fragen beantworten können. Also LHC steht für Large Hadron Collider. Das ist ein Riesenbeschleuniger, in dem Protonen aufeinander gehauen werden, um rauszufinden, was bei kleinsten Skalen, Längenskalen passiert. Wir wollen wissen, woraus Materie besteht, zum Beispiel auch dieses Mikrofon. Woraus besteht das im Allerinnersten? Was sind die Gesetze, die die Materie zusammenhalten und letztendlich, woraus wir auch selber sind?